Und es geht weiter mit der Query. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Leute, ich bin wieder gesund. Alle sind topfit. Wir sind alle wieder am Start. Eine Woche Pause gehabt. Yes. Und wir machen auch direkt weiter. Die Leute von Ninja Bros auch. Abonniert, aktiviert die Glocke. Lasst eine Bewertung da. Schaut einfach in der Videobeschreibung. Da ist alles wegen. Genau. Ganz einfach. War das hier früher ein echter Steinbruch? Ja. Einige der Höhlen hier sind echt weitläufig. Ist wie ein Labyrinth da unten. Cool. Ja, meine Steinbruch sind eigentlich immer geil, ey. Jungs, nur noch mal eine Frage. Ja. Muss man zuerst Kreis und dann Stick oder zuerst Stick und dann Kreis drücken? Ich glaube zuerst Kreis und dann Stick. Ah, aber du musst direkt drücken, nicht warten, bis es in der Mitte ist, glaube ich. Okay. Aha. Ist das wirklich sicher? Was, hast du Angst? Nein. Hast du? Nein. Okay, komm, let's go. Yeah. Bei mir ist eine Musik, sorry. Hast du immer noch nicht ausgemacht? Nö. Also Leute, falls ihr es bei mir guckt, bei mir ist es auf Trocken ohne Musik, aber kein Bock auf Copyright. Ah, jetzt ist die Musik weggegangen. Jetzt hört man nur noch Hey, nicht, dass du es den Vogelzwitschern. falschen Weg genommen hast. Shit. Alles gut. Ganz ruhig. Gut aufgepasst, denn ich weiß selber nicht, welchen Weg ich genommen habe. Hä, wo lang? Du hast den recht. Hä, wo lang jetzt? Hä? Hä? Das hat Kamerad Die alles Kamera hat gemacht. gerade irgendwas gemacht, ey. Nein, ich glaube hier, oder? Ja, hier entlang, okay. Wir müssen links verlangen. Ich sag's natürlich auch in dieser Folge. Wieso kann man nicht schneller laufen? Das muss jede Folge da sein. Jede Folge muss ich das, glaub, erwähnen, ey. Aber es ist echt blöd. Also nimmt schon viel Zeit weg. Die Musik ist wieder da. Ich glaube, du bist zurückgelaufen. Oder? Ah, ne. Nein. Passt. Da ist kurz aus. Wer? Sah so aus, aber ich verstehe gerade nicht, was die Aufgabe ist. Einfach rumlaufen oder okay. Fragst du dich je, wie es weitergeht? So, nach unserem Tod? Voll Depri, Mann. Nein, ich meine die Zukunft. Ja, schon manchmal. Andauernd? Also viel zu oft. Verstehe ich total. Manchmal versuche ich einfach loszulassen, weißt du? Hä? Na, was immer auch geschieht, sollte so geschehen. Vom Schicksal vorherbestimmt. Fest. Leute, ihr wisst Bescheid. Ich zähle von drei runter und jeder wählt eine Seite. Okay. Drei. 2, 1, let's go. Weiß nicht. Ich glaube, das ist so vorgesehen. Ja. Schicksal ist mir zu bequem. Wie das? Naja, wenn alles vorherbestimmt ist und man etwas Schlimmes tut, kann man sich immer rausreden mit: Hey, ich kann gar nichts dafür. Es war vorherbestimmt und ich kann meine Handlungen nicht wirklich steuern, richtig? So habe ich das bisher noch gar nicht betrachtet. Ich meine, naja, es ist total okay, wenn du daran glaubst. Ja, nein, total. Ja. Dann ist ein Ungläubiger auch. Ey, Mann, Alter. Kennen Sie diese Leute, so, der wählt was anderes und zwei wählen das Richtige alle auf den Ja, drauf? ja. Ja. Da waren ja auch Treppen. Hä?
Ich hab's gar nicht gesehen. Egal, Digga, das ist war auch nicht Kacke. gesehen. Boah, ey, Mann, ey, es ist einfach zu groß und ich hasse es, da, ich hasse es als da, ich hasse es, dass er nicht schneller Leider. laufen kann, ey. Was war das gerade wieder? So, Leute, ich bin krank auch. Oh, ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Der Ausblick ist... Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Kollege. Ein sehr Ja. guter Zeitpunkt. Mach deinen ersten Schritt. Vermassel es nicht, verdammte Scheiße. Machst du Counter? Also. Hä, was ist, ja. Dachte, du machst Sorry, Counter. sorry, mein Fehler. Tut mir leid. Nächstes Mal mache ich Dinger. Wow, Abby, das ist echt gut. Nein, nein, das ist nichts. Nein, glaub mir, ich mein's wirklich ernst. Das sind nur grobe Skizzen, aber sie helfen mir, mich später besser an alles zu erinnern. Wirklich cool, wie gut du dich selbst kennst. Ja, gut möglich. Ich meine, Let's nicht go. jeder weiß, wo seine Stärken liegen, verstehst du? Du hast ganz sicher viele Stärken, Nick. Ich meine, kann sein, ich weiß nur nicht welche. Du findest das raus. Guck mal, ey. Junge, Junge. Jetzt. Oder? Jawohl, let's go. Ja. Let's Bisschen näher. go. Bisschen näher. Rutsch Komm, doch mit. rutsch doch, Mann, hatte Mann. Hey. Aha, habt ihr's gehört? Oh. Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal. Da ist irgendwas. Ein Domus. Er ist so winzig. Oh mein Gott, er ist so süß. Sachte. Sachte. Was ist das? Oh! Rechtzeitig, ey! Luft anhalten? Och, nö. Du bist in Gefahr. Eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Atme nicht. Du musst die Luft anhalten, damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Denn Kadaver sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird. Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um dein Leben. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest oder wegläufst, erkennt die Bestie dich als verlockende Beute. Das kann tragisch enden. Oh mein Gott! Scheiße. Jawohl. Oi. Nein, okay, bestanden stand da. Da stand Bestanden, bestanden. bestanden, ja. Das war knapp. Das Vieh hätte mich beinahe zerfetzt. Tut mir leid, tut mir leid. Oh, kleines Wildschweinchen.
3, 2, 1, let's go. Zumindest hat sie ihrem Schweinemann was zu erzählen. Woher weißt du, dass es die Mutter war? Ich konnte alles sehen. Ugh. Sie wollte mir an die Wäsche. Oh, deine süße kleine Freundin. So klein war sie gar nicht. Zwei ekelhafte Domus haben alles kaputt gemacht. Jetzt. Nein, jetzt vorbei. Nein, jetzt ist es zu spät. Jetzt umarmen, also Hand an Schulter und dann laufen. Wir sollten zurückgehen. Ah, schade. Wollten wir ein bisschen Action irgendwas sehen, aber egal, Wie ich läuft's weiß drauf. da? Das ist halt, wenn du so ein paar Kurven hast. Dann ist doch diese Dinger anders, so dieses Laufdinger und so, weißt Biologie mit Mustaktik. Aha. Caitlin. Die ist auch interessant. Ich stehe sowieso, die Japaner sind allgemein. Jetzt habe ich das Handy wieder und kann nichts damit anfangen. Ach so. Müssen wir jetzt selber machen, oder was? Warte mal, kann ich zoomen? Nein, ich soll live nur Foto machen. Warte mal. Dann will ich gerne ein Foto hier da. Nein, warte mal, ich will ein Foto davon machen. Oh. Von hier will ich mal ein Vom Foto machen. Haus. Ja. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht. Wow, halt, bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, was geht hier so? Ist alles ready? Drei, zwei, eins, let's go. In dem Baumhaus am anderen Ufer war ein Licht. Das war ziemlich spooky. War wohl deine Freundin, Ryan? Die Hexe von Hackett's Quarry. Du solltest doch nie wieder Hexe von Hackett's Quarry sagen. Was stört dich denn an Hexe von Hackett's Quarry? Geht's denn? Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorge nur für Stimmung. Stimmung? Emotionen, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay, denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber. Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das war Absicht. Abby, Nick, gutes Timing. Wir haben Holz. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Drei, zwei, eins. Ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Oh mein Gott, nicht etwa die Haxe von Hackett's Quarry? Was? Ich dachte, du hast den Spruch. Für Jokes muss man Opfer bringen. So ist's brav. Oh, ich würde euch so gern zu kleinen Püppchen schrumpfen, in meine Tasche stopfen und mit euch spielen, wenn ich schlechte Laune hab. Okay. Wow. Oh. Speziallieferung. Wow. Was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Wir Bären. haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch.
Und wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Oh, jetzt lass euch nicht mit deiner Knarre rein. 3, 2, 1, let's go. Na, alle sind gleiche Meinung, ey. Okay, ich mag es zwar zu sehen, wie Nick der Arsch auf Grundeis geht, aber das ist keine gute Idee. Hey, weißt du was? Ja, hast recht. Besser ist, ich gebe Nick die Butterpops aus reiner Nächstenliebe oder irgend sowas. Schön, geht klar. Jawoll! Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber, falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Kommt nicht vor. Keine gute Idee. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, wenn okay, Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt, alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Okay, liegt's an mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke, bye, bye. Und, wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Drei, zwei, eins. Schön. Und deine Zeit zu zweit mit Emma? Ach, Alter, unglaublich. Sie ist total verknallt in mich. Ach ja? Ja. Fehlt nur noch eine Lösung für das Fernbeziehungsding. Ist es das, was sie will? Woher soll ich das wissen? Ich meine, du könntest fragen. Fragen? Das ist witzig. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vorm Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Ah, ah, du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lass den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Ich hoffe, mit Minispiel, damit wir reinkommen. Ja, denkt Mann an die Streuung, denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Oha, halt dein Maul. Selber schießen. Ah, du musst es machen. Du musst auf die Flaschen, oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Das linke Ziel ist... Nee, okay, ich glaube die Melone. Na, oder? Ach, keine Ahnung. Egal, schieß einfach. Sehr gut, Nick. Ein Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich. Ah, okay, wir auch Melone. Schießen von 50 Meter mit einer Pump auf einer Mini-Melone. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst.
schöner Schuss. Nur Glück. Ich zerfetze es richtig gerade, ey. Drei, zack! Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Zeig, was du kannst. Dich fühle ich, Kanak. Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay, okay, halt die Klappe. Der bekommt die Flaschen, oder was? Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr, okay. Wow, Alter, pass doch mal auf die Donnerbüchse. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay, er hätte mich eh nicht getroffen. Hey! Okay, disqualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein! Drei, zwei, eins. Sorry, Jacob. Besser geschossen. Butter geschossen? Hey, das lag mir auf der Zunge, aber ihr seid beide gemein. Hallo. Bam, ihr dachtet, das wär's. Was zum... Wow. Sag doch, die Japaner sind einfach nur unglaublich. Die können einfach alles. Hey, krank, ich liebe die, ey. Ich liebe die einfach nur. Hey, die ist einfach der Hammer, ey, ohne Spaß. Aha, okay. Okay, Ryan. So, Ryan ist, glaub ich, so Ryan, langweilig, ne? So ein bisschen, gell? Wer war's? Der eine da, wie heißt es? Der, wo auch hier angestellt ist oder so. Ah. Der, wo diese Dokus hört. Ach so. Glaube ich, ich weiß aber nicht. Ja, das ist der Lash ist da. Ja. Oder ist das Ryan? Okay. Neue Idee. Party spielen. Ja, das ist Ryan. Ne? Kommt, Leute, vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre? Oh, yes. Also, Dylan-Style. Nein, das ist Dylan. Okay, alles klar. Jemand fragt dich, Ruf oder Ehre, dann wärst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also, normale Standardregeln. Ja. Also auch... Richtig mit Küssen? Wenn man sich traut, ja. Und alle einverstanden sind, eh klar. Supi. Ich meine, du kriegst deine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Abby und Dings. Ruf oder Ehre? Oha. Ruf oder Ehre? Ruf. Lieber mal smooth bleiben, ha? Huh? Na gut, dann los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Oh, das wäre jetzt eine scheinliche Frage. Ich... Achso, wir entscheiden dafür, oder was? Ich unterbreche gar nichts. Nee, ich will sie nicht. Großes Spiel. Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Oh. Nein. Nope. Sorry. Okay, krank. Abby, du bist dran. Krank, okay. Okay. Na gut, okay. Guck mal, der lacht, der freut sich übel, ey. Oh Gott. Oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Okay. Wie heißt nochmal? Ich weiß nicht. Ja. Ding, zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Oh, das ist Ryan. Oh. Es geht immer nur um eine Sache. 3, 2, 1. Um die Ehre. Ehre. Immer her damit. Okay, Ryan. Du kriegst mal was Neues. Ich bin gespannt. Ich gebe dir eine Wahl. Und ich sage, du küsst entweder Caitlin oder Dylan. Wow. Shit! Ey, nein!
Letzte Folge hatten die irgendwas. Sorry, nicht meine Regeln. Eine fragwürdige Logik, aber okay. Dann mal los. Die hatten so kurzen Augenkontakt, als ob die sich lieben, oder nicht? Ja. 3, 2, 1. Nein, ey. Ich kann sowas nicht, ey. Das ist geil. Alter. Oh, ey, Mardan, das ist was ganz Normales. Dani. Das ist alles ganz normal hier. Das ist nur ein Spiel, Leute, ne? Guck mal, der freut sich voll. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Oh, der hat sich gerade übel gefreut. Ich und Jacob waren noch nicht dran. Guter Punkt. Da haben wir was. Jacob oder Caitlin. 3, 2, 1. Okay, Caitlin. Caitlin. Was sagst du? Ruf oder Ehre? Ruf. Ja. Nein. Mal sehen. Hattest du was mit Jacob oder was wolltest du als Kind werden? 3, 2, 1. Du und Jacob kennt euch schon ewig, oder? Seid ihr Kinderwart? Leider ja. Kackfrage, Bro. Voll vergeudet. Und seid ihr je richtig zur Sache gekommen? In der Mittelstufe habe ich mit Jacob Zungenküsse geübt. Aber weiter sind wir nie gegangen, denn er ist ein grottiger Küsser. Als hätte ich meinen Bruder geküsst. Leg dich trotzdem. Ey, der hat es vor dem Mädchen gesagt, wo er liebt, ey. Boah. Schade. Ehre. Ach, ja, Emma, ja. Also du küsst. Also du küsst was? Jacob. Oder nicht? Jacob. Nick. Oh mein, was macht Caitlin, ey? Jacob direkt. Alter. Sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine Todsache. Ist vielleicht keine Sache. Gute Idee. Ich oh mein Nick. Gott. Oh mein Gott. Oh mein na, Gott. Ey, na, wir haben ey, alles kaputt gemacht. Ey, nein, ich schwör. Ey, nein. Was, ey? Ey, Mann. Mach's nicht, ey. Emma, bitte mach's nicht. Komm, ich bin extra aufgestanden, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn? Oh Scheiße! Leute, was habt ihr gemacht? Alter, oh, der geht überhaupt nicht. Oha. Kontakt. Die Zunge ist drin am. Oh. Ey, Jungs. Oha. Was habt ihr gemacht? Ey? Ja, guckt, ey. Nick hat's genossen, Moruk, der wollte direkt rein mit seinem Kopf. Oh. Er ist gut. Boah. Nutzt meine Freundin, Arschloch. War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Ach, fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob, hol Luft. Boah, ich schätze, ich sollte ihm wohl mal nachgehen. Du siehst wohl besser mal nach Abby. Jungs, was habt ihr gemacht? Ich hab doch extra Jacob gemacht. Hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Scheiße. Von dem wir direkt Schach spielen, Alter. Ja, Caitlin juckt. Caitlin juckt nix, Murk. Das ist brutal, Alter. Aha. Aha. Unsere Brees. Wieso sehen die nicht, Murk? Die sind vor denen. Hä? Der guckt noch dorthin, hast du gesehen? Ja. Dieser Ryan. Ey, sorry, wir haben keine Karte. Ja. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Dann sag, was bringst du mir mit? Mein Finger. Wie ich sehe, hast du keine weiteren Karten. Doch, du kehrst zu mir zurück. Wieso könnte das sein? Ich kann so leider gar nichts tun. Finde Karten und dann bring sie her zu mir.
Bitte, mein Kind. Mein Kind? Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern. Die redet zu langsam und dann, pass nur auf. Aber Leute, das war's natürlich mit der Folge. Schaut bei den Abros vorbei, schaut auch bei mir vorbei. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Es wird spannend. Harte. Ja. Harte.